So, weiter geht's. Nächstes Spiel steht an. Berlin. Wir grüßen von ganz, ganz oben. Ah, müssen wir da gewinnen. Okay, Pressekonferenz. Wir beginnen jetzt mit der Pressekonferenz. Gibt es Fragen? Natürlich, eine Sekunde, wieder mein Controller, der... Ich hasse das Ding. So, versuchen müssen wir es auf jeden Fall. Klar, wir wollen natürlich Meister werden, ne? Dazu müssen wir aber heute gewinnen. Also wir haben in... Wir haben ja beide Spiele zu Hause. Wir haben im Pokal haben wir ja gewonnen und in der Liga haben wir gewonnen gegen die Hertha. Vielleicht schaffen wir es heute mal im dritten Sieg in der Liga. Oder insgesamt in der Saison. Weil wir müssen. Und ich werde tatsächlich jetzt auch rotieren. Mir gefällt leider der Dings nicht so wirklich. Das war's für diese Pressekonferenz. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken. Viel Geld investiert, aber enttäuscht. Muss ich sagen. Es tut mir jetzt auch für ein bisschen sehr leid für Paulinho, aber wie gesagt, das ist halt das Problem. Ja, das ist halt leider ein Fehlkauf gewesen, muss ich so sagen. So, gehen wir rein ins Spiel. Ja, wir können ihn noch nicht verkaufen, weil erst frühestens in der neuen Saison. Deswegen werde ich das auch dann erst machen. So, geht es gleich weiter. Spiel wie jedes andere am heutigen Tag. Zwei Mannschaften, die sich heute einiges vorgenommen haben. Bleiben Sie dran, wir melden uns live aus dem Olympiastadion. Die Mannschaften freuen sich immer über Ihren Besuch. Die nächsten Termine finden Sie an den Aushängen und natürlich. Wir sind zu Gast im Olympiastadion in Berlin. Liebe Zuschauer, willkommen zu dieser Begegnung. Durch das Spiel begleiten Sie Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Hertha BSC gegen Schalke 04. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, dann schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Er könnte hier heute eine Schlüsselrolle einnehmen. Und mit dem Dreierpack im letzten Spiel, da hat er seine starke Form eindrucksvoll unterstrichen. Auf ihn müssen Sie aufpassen. So, geht es gleich ins Match. Zweimal konnten wir die Hertha schon bezwingen. Schaffen wir es auch ein drittes Mal. 5-3 in der Liga, 6-0 im Pokal und jetzt gibt es das Wiedersehen. Auch jetzt in der Liga nochmal. Dankeschön und damit wünsche ich allen viel Vergnügen hier im Anstoß Hertha BSC. So, schauen wir mal, ob wir es heute hinkriegen. Ob wir diesmal erneut geschlagen bekommen. Wichtig wäre es, weil die Bayern weggezogen sind wieder auf 3 Punkte. Oh, schönes Ding. Ah, ist aber keiner mit in der Mitte.
Na, und dann macht es im Richterlein und Maxi Menko, der Kiel war der Berliner, hält das Ding erstmal fest. Ja, da musste ja vor der Saison. Hertha musste ja vor der Saison gut. Die konnte zwei wichtige Spieler abgegeben. Mit eben. Wer? Ja, das ist natürlich schade. Toller Spieler, toller Mannschaftsspieler vor allem. Was hat der nicht alles erreicht? Der wird Rose. Keine Frage. 1:1. Gut gemacht, der wäre ehemaliger. Also in der Realzeit. Sehr gut gemacht, die Gefahr ist vorbei. Naja, aber noch nichts. Also, ich glaube, keiner von unseren Leuten. Wegen hier. Viel Platz jetzt auf. Oh, der hat so viel Platz da außen. Ganz alleine. Da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Ciao. Ah. Latza. Kubilanski. Lukas Alario. Ich komme aber auch gerade nicht in den... Kommen wir auch nicht gerade rein. Kolasinac lässt sich von Greenwood ausspielen. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Schönes Ding da von Schwolo. Mit Marco Richter. Und gibt jetzt die Führung. Da ist er aufmerksam. Und das hält der Keeper Weltklasse. Der Ball kommt rein. Der Kotscher ab. Ist wieder Max hingekommen. Greenwood. Ja, schade. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Mm. Pass kommt nicht an, das muss Einwurf geben. Ja, Paulinho muss sich wieder aus dem Kader streichen, weil, wie gesagt, das ist ein Fehleinkauf. Es tut mir leid, ich hätte ihn gerne ein bisschen. Ich hätte ihn gerne ein bisschen besser gehalten. Reingebracht, aber. Mir gefällt Kubilanski eigentlich auf der 10 gefühlt besser. Gut gemacht. Richter. Gutes Tackling. Gut gemacht. Da ist er nämlich, dieser angesprochene Marcin Kubilanski. Der Pole hat die erste oder die nächste große Chance. Durch, das war knapp, fast der Rückstand. Sie müssen hier einfach mehr machen. Beim Ballbesitz ist Hertha bislang die klar bessere Mannschaft. Aber ja, aber vor den Chancen her einfach nicht. Folge unentschieden. Und da verlieren sie den Ball. Ja, es ist, ja, es ist halt leider gerade so ein bisschen der Wurm drin. Luis Gustavo am Ball. Und da ist der Ball gelöst. Ja, jetzt haben wir mal wieder ein bisschen. Kubilanski. Da kommt der Pass. Gutes Ding, Alario. Alario. Der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für die Tor. Jo, war klar, dass hier noch was nachkommt. Der Spieler sieht zu Recht die gelbe Karte. Ja, Wolf, da kann er sich nicht beschweren. Diese Verwarnung geht in Ordnung. Matheus Cunha. Also die, in Berlin ist tatsächlich so kein gutes Pflaster für die Blau-Weißen momentan. Weil in bei Union verloren. Und jetzt nur 0:0 bei der Hertha. Ich gucke jetzt gerade mal so ein bisschen auf meine eigenen Aufgaben. Im Olympiastadion freuen sich alle schon auf den zweiten Durchgang. Es geht los. Richter. Ah. Hier gibt aber keine gelbe Karte auf jeden Fall. Das wird nämlich nur, wäre maximal ein Foul gewesen. Richter! Mann, ich krieg's aber auch gerade nicht gebacken, da irgendwas zum Tor zu ziehen. Ball ist wieder weg. Schön gelöst.
Er hat bislang in diesem Spiel doch eine sehr durchwachsene Leistung gezeigt. Wie siehst du das? Ja, das ist halt das. Aber der kann sich ja mehr. Bisher spielt er keine große Rolle. Da können sie klären. Matheus Cunha. Die Cunha. Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ja, gut gemacht. Jetzt hat der Richter wieder ein bisschen platt. Och, geh mir den auf den Sack, scheiß Controller, Mann. Ja, ich muss ausgehen. Du könntest ja was Wichtiges haben. Ich weiß, der ganze Vorsprung dahin. Kack mich da. Ach, Mann, schon wieder nur Pfosten, ey, Mann. Jetzt haben sie den Ball. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Ja, es geht wieder aus. So, ich werde jetzt wechseln. Na, Lario ist heute nicht gut dabei. Gefällt mir nicht. Dann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Und jetzt hat er Feierabend. Ordentlicher Auftritt, denke ich. Ne, heute leider mal ein. Mal heute nicht dabei. Als Top-Torjäger. Das war doch kein Abseits. Du feist mir doch da wieder einen Angriff nur weg. Ich habe keine Lösung mehr. Das nervt mich gerade. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Jetzt Abseits, Hertha. 20 Minuten haben wir noch. Kann noch irgendeine Mannschaft irgendwas tun? Mal sehen, was sich noch tut. Guter Pass. Geht dazwischen und hat den Ball. Und Schwolo. Marco Richter. Es bleibt bei diesem Remis vorerst, und das haben sie ihm Becker. Seiner Parade. Was war das für eine Chance? Gut für Becker. Also aber keiner in der Mitte. Gute Chance für eine Flanke. Spielt den Ball. Gute Körperbeherrschung. Er wackelt kurz, aber er fällt nicht. Piontek! Ich komme aber auch nicht rein in dieses. Na, warum spielst du den nach hinten? Wieder in Berlin. Ey, das kann es doch nicht sein. Es ist genau identisch. Bei Union in der 86. Jetzt krieg ich es gegen die Hertha in der 86. Ich kriege es nicht hin. Aber danke, dass man den Kopfball, den man eigentlich gewinnt, nach hinten spielt. Flanke und dann ist es einfach nur noch. Und da kassieren sie doch noch den Gegentreffer. So kurz vor Schluss. Jetzt müssen sie alles nach vorne werfen und irgendwie noch den Ausgleich. Kann er da, darf da mal irgendwie einer mitspielen? Nein, da wo ist keiner mit in der Mitte. Wir bleiben alle 5 Kilometer dahinter, damit keiner da reingeht. Die Ecke kommt. Nee, nee, nee. Keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos.
Es gibt doch noch irgendwie eine Ecke, aber vielleicht irgendwie doch noch diesen Berlin-Fluch besiegen. Richter. Gute Aktion. Nein. Und wieder verliert man in Berlin. Ja, man muss aber auch während des Spiels fünfmal meinen Controller ausgehen, damit bloß nichts passiert. Lass mich doch einfach nur in Ruhe. Ach, du hast ja gar nichts auf die Reihe bekommen. Och man, lass mich doch einfach nur jetzt 1000 Dinger, ja, ist okay. In der letzten Minute. Na gut, dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann versuchen wir wieder ein bisschen was reinzukommen in dieses Spiel. Nächste Duell ist Wolfsburg.